Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Infinite Warfare. Ja, weiter geht's. Wir haben einen sehr bösen Cliffhanger gehabt in der letzten Folge und jetzt geht's natürlich weiter. Wir müssen die Tür öffnen und das machen wir jetzt auch. Und auf! Wir gehen hier so ein bisschen Assassin's Creed mäßig vor. Brooks, Kashima, Vorstoß starten. Wir gehen rein. Roger, Sergeant. Mal gucken, ob wir jetzt auch noch ruhig bleiben. Wir haben immer noch Schalldämpfer drauf und sind unbemerkt bis jetzt. Hier geht's durch, Captain. Yo, lauf. Hier kann man landen, Captain. Genug Platz, dass zwei Ravens abladen können. Ich rufe sie. Retribution, Raider 1-1. Wir haben die Landezone. Stark verteidigt, schwere Bewaffnung nötig. Verstanden. Luftfracht ist auf dem Weg, Raider. Okay, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt gibt's Action, Baby. Wir müssen das Gebiet für die Landung sichern. Jo, machen wir. Sie haben Feuerfreigabe, Captain. Da wartet eine Kiste mit Sucherbots auf Sie. Perfekt für einen Hinterhalt. Oh ja. Ist der noch zu weit weg oder gibt's hier einfach keine? Okay, okay. Er sagt, perfekt für den Hinterhalt, diese Sucherbots. Dann werden wir die auch verwenden. Mal hier hinten lang. Alter, du sollst nach da vorne laufen. Scheiße, falsche Granate. Eigentlich wollte ich mich doch nur von hinten anschließen, aber das Coole ist, das Vieh kommt mit und wenn mir einer zu nahe kommt, macht's kabumm. Seht ihr das? Da kann ich nämlich schön in den Rücken fallen. So war mein Plan. Formieren wir uns, Captain. Was denn jetzt? Sind die alle schon weg? Alter, ging das schnell. Raider an Brücke, Signal platziert. Sie haben Landefreigabe. Verstanden? Verstanden. Es nähern sich Feinde. Ankunft in etwa 3 Sekunden. 3 Sekunden zum Touchdown. Abstand zu den Signalen halten. Ravens kommen runter. Wenn wir hier durch sind, müssen wir zum Treibstoffturm. Wenn wir den Treibstoffturm sprengen, hat die SDF keinen Sprit mehr. Oh yeah, Baby. Jawohl! Das ist doch schon besser so. Wir kämpfen an der Seite dieses Dings? Das Daten! Technikerin McCallum hat das hier noch mit eingepackt. Ist ein Geschenk für den Captain. Ethan, womit haben wir es hier zu tun? Ein C-12-Kampfroboter. Manuelle Feuerkontrolle. Wenig Hirn. Aber stark. Ist er sicher auf unserer Seite? Hoffen wir es mal. Sieht aus wie eine coole Version von Ethan. Das ist nicht cool. Eine coole. Hör zu! Die Raffinerie ist einen halben Kilometer durch die Schlucht. Folgt den Panzerfahrzeugen und bleibt beieinander. Auf mein Kommando, klar? Ja. Yeah. Auf uns wartet eine Raffinerie. Durch das Tor legen wir los. Hurra! Alter. Vorsicht, Kumpel. Das hat mich fast erwischt. Wenig Hirn, aber stark. Es gab vereinzelte Probleme mit der Automatisierung der C-12. Was für Probleme denn? Sie haben sich während der Schlacht einfach so gegen ihre Teammitglieder gewendet. Heilige Scheiße, stimmt das? Nein. Halt die Klappe, Ethan. Ja, Sir. Scannt eure Sektoren, wir kommen näher. Noch ein Frachter über uns. Hier ist echt was los, muss ich sagen. Turm, linke Seite. Das ist unser Ziel. Formieren wir uns auf dem Kamm. Da überblicken wir das Land. Okay, machen wir. Crazy shit, man. Es wäre geil, wenn man das mit Freunden spielen könnte. Unten bleiben. Brooks, einen Überblick. Mehrere Patrouillen im Bereich. Primärer Zugang ist die Vordertür. Okay, Feuerkraft macht uns auf.
Ethan, wie sieht's mit dem C-12 aus? Reyes Handgelenkscomputer steuert die C-12-Raketen. Ziel markieren. Jagen Sie es hoch, Sir. Roger. Feuerregen. Alter. Was, von hinten? Der nicht gerade. Alter, der nicht gerade. Der Roboter hat mich einfach mal weggeputzt. Okay, nice. Komm, mach's Tor auf. Er läuft durch wie durch Butter. Der antwortet sogar. So, oben noch. Da oben sind die Gamer eh auf den Sack. Konzentriert bleiben! Unsere Mission ist, den Treibstoff hochzuzerstören. Boah, mach kaputt. Komm, das Fahrzeug. Bam. Ich könnte auch mal das, die Waffe wechseln, aber ich glaube, die sind... Wow. Unsere Mission ist, den Treibstoff zu zerstören. Wo sind denn da welche? Da unten? Zwei bestätigte Abschüsse. Nee. Aber nicht, wenn ich dir zuvor... Alter! Halt mal deine Granate schön bei dir, Kumpel. Wow, wow! Keine Raketen mehr? Das ist ja scheiße. Captain, setzen Sie die Geschütze des T-12 ein! Oder war das gerade mein eigener? Habe ich gerade auf meinen eigenen gezielt? Der sah so weiß aus. Ich dachte, der Gegner hat diese weißen. Wie er die alle wegputzt. Hast du nicht getan, Alter. Schön den Rücken fallen. Guck mal, wo will er denn da eigentlich hin? Was ist das für eine feige Sau? Oh, sorry, mein Fehler. Mann. Kurz meinen Helm weggeboxt. Okay, gut, weiter. Komm, Kumpel. Oh, oh. Der Alte, der schießt auf mich, der Scheißbot. Ein bestätigter Abschuss. Waffen nicht bereit. Wir sind auf halbem Weg zum Turm. Alter, dieser Bot, der macht mir mehr Teamschaden als alles andere. C-12, bereit zum Feuern. Das heißt, wir müssen zum Turm. Oh, Granate, ouch. Feindlicher Mega! Ich denke! Reyes, die müssen das Ding irgendwie ausschalten! Oh.
Kugeln können die nicht beschädigen. Boah, die kämpfen jetzt gegeneinander. Wie geil. Nicht gut, gar nicht gut. Zurückfallen. Das Ding ist einfach zu viel für uns. Auf den Mega feuern. Und zwar volles Rohr. Alter, der hat uns kaputt gemacht. Das ist ein Nahkampf heute. 1 Uhr! Stop 2 ist hin! Das war ein geheimes Unterstützungsteam! Was jetzt? Sie müssen seine Waffen ausschalten, um ihn zu besiegen! Ah, ich muss. Ihre schwere Waffe kann den Panzer durchdringen! Immer so eine schwere Waffe, wo sind die denn da? Ui, eine Panzerfaust! Oh. Alter, scheiße. Okay, die können auch Nahkampf. Gut zu wissen. Ja, gib mir den Raketenwerfer. Boah. Ja, mal den Rocket Launcher hier. Oh, warum haben die den? Stock 2 ist hin! Das war unser heimes Unterstützungsteam! Was jetzt? Oh, er kommt! Deine Waffen ausschalten, um ihn zu besiegen! Captain, ihre schwere Waffe kann den Panzer durchdringen! Ja, ich brauch dazu aber erstmal ein bisschen Money. Wie viel Schaden macht die? Okay, jetzt rüben wir noch eine. Das ist ihre Chance zum Ausschalten! Wie zur Hölle machen wir das Ding klar? Kämpfen! Auf deinen Rücken und platt machen! Draufspringen, Alter! What the fuck? Der hält ganz schön was aus, Leute. Okay, ich soll also den bewusstlos schießen und dann draufspringen. Ah, jetzt. Ich muss nicht da rangehen. Gib mir Deckung. Sind Sie irre? Der stand drauf springen. Dann bin ich halt hingerannt. Scheiße. Okay. Gar nicht so einfach, Leute. Gar nicht so einfach. Boah, was jetzt? Ah, jetzt. Das ist Ihre Chance zum Ausschalten. Oh, shit. Bam! Das war doch mal ein Kamikaze-Move. Sie würden einen prima Marine abgeben, Captain. Es ist nicht zu spät, ins Scar-Team zu wechseln, Sergeant. Captain, wenn seine Schaltkreise intakt sind, kann ich den C-12 vielleicht neu starten. Oh, rennen die denn hier hinten rum, ey? Unser Junge kann noch kämpfen. Das nenne ich mal Schwermetall. Naja. Das Planquadrat ist erfasst. Roger, alle dato mit dem Kampfroboter zum Boot. Fever, hier Raider. Wir sind da. Haltet die Luftunterstützung in Bereitschaft. Verstanden? Nicht verstanden, Raider. Ich wiederhole, nicht verstanden. Fever. Salter, wie war das? Kein Kanal mehr. Der Sturm wird stärker. Okay. Achtung, wir kriegen Besuch. Vielleicht die Luftunterstützung. Das ist keins verloren. Wow. Olympus Mann! Entdeckung sofort! Alter, was ist das? Ich habe sie, Sir. Können Sie laufen? Ja, los, Ethan! Los, Ethan! Ja, ich kann's nicht laufen! Oh, ihr müsst echt von Geschütz zu Geschütz. Helfen Sie mir beim Öffnen, Captain. Jo, machen wir. Los. Go, go, go. Go, 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 go. Wir müssen hier weg. Komm schon, los. Rein da, rein da. Hat noch zwei hinter mir. Zurück.
Boah, das war's mit dem Schrotthaufen. Hier spricht Admiral Salen Koch von der Olympus Mons. Alle Sato-Truppen haben sich zur sofortigen Exekution Koch. Zu ergeben. Wir werden nicht auf unseren Knien sterben, weder hier noch sonst wo. Wir müssen weg, bevor sie hier eintreffen. Wir warten hier auf meine Luftunterstützung. Negativ, ich will eine Flagge auf diesem Turm. Nun, jetzt ist tot. Nur noch wir. Wir kämpfen mit allem, was wir haben. Mit allem. Ist das Ihre Empfehlung, Staff Sergeant? Ja, das ist sie, Sir. Wir schalten den Treibstoffturm aus. Das ist unsere Mission. Ja. Ja, aber wir müssen los, jetzt! Ethan, kannst du den Aufzug aktivieren? Ja, Staff Sergeant. Crazy shit. Das war's dann mit dem. Nehmen Sie den zum Dach und geben Sie uns Deckung. Sagen Sie, wenn Sie da sind. Ah, jetzt macht das Scharfschützengewehr Sinn. Hi, Sir. Okay, go, go, go. Bin mich hoch, Scotty. Wir sehen uns in der Hölle. Du sagst es. Gehen wir die Treppe rauf und finden einen Weg raus. Okay, Ethan. Wir beide. Du und ich. Mann, was will der Klapperkopf denn? Captain Reyes. Keine Hoffnung auf Sieg. Wir begraben ihre Brüder, jagen ihre Söhne. Tod ist keine Schande. Auf den hat die Welt gewartet, ich sag's euch. Ich bin in Position. Wir kriegen Unterstützung! Endlich! Wir haben Luftunterstützung, Captain! Retribution-Peilung 040! Dann zeig mal, was du drauf hast, Coach! Der König ist nicht mehr allein in der Meute, Captain! Extreme Vorsicht, Gator! Als spucke man ins Höllenfeuer, Sir! Juhu! Habt ihr den Arsch gerettet? Wieso hat das so lange gedauert? Kein Funk. Ich wusste, du steckst in Schwierigkeiten. Gerade rechtzeitig. Okay, Baby. Augen aufs Hut für einen Lagebericht. Unseren C-12 und die Angriffsfahrzeuge hat's erwischt. Ohne ihre Waffensysteme müssen wir den Turm mit einem Luftschlag auslöschen. McCallum hat eine Gasturbine für uns markiert. Wir treffen sie, der Druck steigt und der Turm detoniert. Bereit für die Party? Zur Party? Gute Arbeit, zur Marines. Party. Ab hier übernehmen die Scars. Roger, erledigen Sie es. Machen wir, Chef. Ab geht's. Ja. Verstanden, Staff Sergeant. Pack den Kriegsbemalung aus, Reyes. Jagen wir sie in die Luft und fliegen nach Hause. Gas, weit, weit, Flugzeug in Sicht. Wo sind sie? 1-1, wir sind mitten im Kampf. Brechen ab und kommen zu ihnen. Erledigt. Mann 1, Sie müssen uns den Rücken frei halten. Wir rücken die Turbine vor. Geben wir uns Deckung. Verstanden, Fever. Okay, wo ist der nächste? Da fliegt er. Oh, machen weg. Sehr schön. Okay. So. Wir müssen ihre Verteidigungen ausschalten, bevor wir landen können. Machen wir. Müssen wir mal gucken, wo der ist. Wow. Da unten. Es werden immer mehr. Okay, wir müssen uns mal irgendwie hinter die setzen. Da hinten. Bam. Und noch ein. Okay, gut. Wo ist der nächste? Da unten. Yo, ich muss nochmal umdrehen. Baller mal eine Raketen drauf. So, haben wir jetzt nicht alle? Da oben noch. Kam, pass auf, kam. Eins. Waffen überhitzt. Ah, ich flieg ja schon. Auf der Stelle stehen ist nicht so cool. Okay, dann haben wir den. Mal ein bisschen Turbo machen hier. Über mir. Ist er abgehauen? Du kannst die Turbine von innen öffnen. Mach dich zur Landung bereit. Machen wir. Einmal landen bitte. Wir sind auf Station bei Turbine 1. Roger, 1-1. Das
Zwar super gelandet, sage ich mal. Okay, go, go, go. Ich brauche Deckung. Alter. Boah, auf jeden Fall eine neue Waffe. Ich habe eine Scharfschütze. Jederzeit. Ich habe nur Scharfschützen, Gewehr. Das ist scheiße. Komm, gib mir mal die da, anstatt den Raketenwerfer. Zack, sehr schön. Wo ist er hin? Da. Damn. Und Even steht natürlich nur rum. Machen wir auch. Wollen nicht? Wir machen. Bam, bam, bam. Tot? Jo. Erledige das. Ich finde das mit dem Nahkampf ganz geil. Go, go, go. Das ist bestimmt hier hoch. Das ist dein schlimmster Albtraum, Diggi. So, wo ist noch einer da unten? Oh, Granate. Oh, ich renne hier mitten in die Reihen. Du brauchst gar nichts mehr. Du brauchst vielleicht einen Arzt oder einen Leichenbestatter. What? Wo denn, Alter? Oben? Oben vielleicht? Ich weiß es nicht. Nee. Lol. Schießt er da tatsächlich? Oh Gott. Jo, machen wir. Turbine geöffnet. Okay, wir müssen zum Jackal zurück. Go, go, go! Kein Wort von Gator? Noch nicht. Keine Sorge, denen geht's gut. Ich hoffe es. Hoffen reicht nicht. Vertrau drauf. Klar. Das ist unser cooles Airbrush. Graffiti, wie auch immer. Komm. Hauen wir den weg. Den dämlichen Turm. So, Baby, ab geht er. Sehen wir uns mal diese Turmdetonation an. Folgt den Leitungen und genießt das Feuerwerk. Machen wir es fertig und dann ab nach Hause. Alter, komm. Leute, guck mal, wo die Granaten hingehen, ey. Die Raketen. Heilige Scheiße. Ich würde sagen, Detonation bestätigt. Ja. Kann man so stehen lassen. Bam. Sehr schön, sehr schön. Ihr werft eine ziemlich große Flamme, Scar-Team. Schön, Sie zu sehen, Gator. Wir dachten schon, euch jetzt erwischt. Nicht nur ihr. Wir konnten die Olympus in der Wolkenschicht abschütteln. Na dann nichts wie weg, bevor sie uns finden. Wir sind startklar, Raider. Auf dein Kommando. Alles Gas, wir können starten. Verstanden. Zurück zur Basis. Startsystem aktiv. Packen wir. Bam. Zünde. Werte normal. Retribution, Abflug. Verstanden. Initiiere Schubsequenz. Retribution, passieren die 19.000. Beschleunige. Roger. 35.000. Mach 1,5. Ich hab was auf dem Radar. Die Olympus! Mist! Der Captain ist getroffen! Ausweichen! Ausweichen! Ich kann nichts machen! Komm schon, komm schon! Er klebt direkt an uns dran. Ausweichmanöver! Jetzt funktionier schon! Schub getrennt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich bin oben! Zurück zu Red, aber schnell! Aber schnell! Peter, mach alles bereit, wir springen raus! Aye, Sir! Rosak hat's erwischt!
Treffer! Treffer! Ich versuch's! Captain, wir sollten aufspringen! Nein, ich bring uns rein! Aufprall steht bevor, Sir! Wir müssen raus hier! Jetzt! Mayday! Mayday! 1-1 spricht ab! 1-1 ist raus! Boah, da geht's ab, Leute. Retribution, Angriff abbrechen, zurückfallen! Empfange mehrere Signaturen! Sie feuern mit allem, was sie haben! Raus aus der Kampfzone, sofort! Nein, wir lassen dich nicht zurück! Keita, raus da, das ist ein Befehl! Roger, Sir! Wir kommen zurück, Reyes, hörst du mich? Wir finden dich! Viel Glück, 141. Schwerelos im All. Captain, Ihr Anzug. Ein Treffer im Cockpit. Linker Arm kaputt. Kein schöner Bericht, Sir. Oh, oh. Captain, ich schaffe es nicht. Was soll ich tun? Lass gut sein, Ethan. Kann ich nicht, Sir. Sie sind mein Vorgesetzter, Captain. Sie sind meine Mission. Sagt wer? Ich bin Hardware, Sir. Komplett entbehrlich. Nein, nein. Du bist mein Bruder, Ethan. Ihr sprechender Roboterbruder? Ganz genau. Ja, also, ich bin der Gutaussehende. Kein Zweifel. Das ist dann offenbar das Ende, Partner. Ich hab Angst, Sir. Ich auch. Bleiben Sie bei mir. Captain? Captain? Oh. Captain?